Stefan, was machst du denn da alleine vor dem Sturm? Bist du Silvester alone? Boah, ey, was ein Jahr in der Bundesliga, ne? Ab März Geisterspiele, ne? Ohne Zuschauer und auf Schalke zu Gast das Abstiegsgespenst ohne Punkte. So Männer, passend zu eurer Leistung komme ich heute als Abstiegsgespenst. Das ist doch voll das Scheißkostüm. Ich hab meinen Gudrun gesagt, die soll da Löcher reinschneiden. Wie sieht denn aus, Mann? Kackdreck da wieder. Oh, scheiß wieder. So, fertig. Ja, für die Blau-Weißen, da kommen sogar die Impfungen zu spät, ne? Gelsenkirchen hat Ende 2020 genauso viele Punkte wie Trainer. 4. Guck mal, was da los war. Eins steht auf jeden Fall fest. Für Schalke bleibt jetzt jahrelang Konstanz einfach eine Stadt am Bodensee. Und dem Baum traut Schalke jetzt eine Serie zu. Ja sicher, komplette Staffel Walking Dead. Ja, und die Schalke-Tasmania-Tour, die geht weiter in Augsburg, ne? Boah, ey, das kannst du auch keinem erzählen, ne? Wenn du mit deinen Enkeln später mal zurückguckst, ne? Und sagst, was war da los? Dann siehst du diese ewig lange Corona-Pandemie. Da fragen die Enkel, wie lang ging die denn? Ja, also 2 Schalke-Siege. Da kriegst du auch eine geballert. Ja, und jetzt wird auf Schalke alles ganz groß, ne? Wo der zuletzt Trainer war, ne? Bei Al-Ahli und Zamalek SC in Saudi-Arabien und Ägypten. Oder wie die Nationalmannschaft sagt, Angstgegner. Stefan, du spielst wie so ein Tischfeuerwerk. Sprühst einmal kurz, einmal ein ganz kleiner Puff und dann kommt nur Scheiße raus. Boah, Mann, was für eine Kacke hier. Und dann ist diese Europameisterschaft, ne? Nationalmannschaft. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt, ey. Boah, ey. Fett. Habe ich früher auch immer gesagt, wenn die Nationalmannschaft gespielt hat. Heute fehlt der Yogi Elf ja das, was mein Hermann zu viel hat. Die Anziehungskraft. Oder anders gesagt, das interessiert keine Sau mehr. Andi und Stefan, wärt ihr bei Wer wird Millionär eine Antwort, dann hätte ich aber noch ganz viele Fragen. Unsere Jungs der Nationalmannschaft bei Günther Jauch. Boah, was für Fragen. Hat nur noch gefehlt, warum heißt das kurzer Pfosten, obwohl doch alle gleich lang sind? Ja, weil mein Torwart nur 1,56 ist. Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien, Liechtenstein. Ferdinand, doch, der Gang wirst du auch nicht mehr, ne? Du kannst weder nageln noch die Dinger reinmachen. Yogi Löw, Yogi Löw, Yogi Löw. Was ist das denn jetzt? Yogi Löw, Yogi Löw. Mensch. Yogi, Glück auf, was gibt Uwe, dass du nicht an uns glaubst, da bin ich sehr enttäuscht. Da herrscht bei mir vielleicht dann auch mal Explosionsgefahr. Ah, ich höre schon, wie die Lunte brennt. Kevin, wie gehst du denn zum Kopfball? Du kriegst beim Bleigießen eine eigene Form. Mann ey, aber die Bayern, mega erfolgreich, ne? Gewinnen das Triple, obwohl die gar nicht so gut sind im Dart. Ja, und dann noch Weltfußballer des Jahres mit dem Lewandowski, Torwart des Jahres, ne? Das gibt am 1. Januar bestimmt eine schöne Neujahr-Ansprache. Kleines FC Bayern-Quiz. Was kriegst du, wenn ein Parfümladen mit dem Kreuzfahrtschiff pimpert? Douglas Costa. Uwe, kommen wir noch mal kurz zu den Bayern. Aktuell ein bisschen problematisch in der Liga, 1-1 gegen Bremen. Und Niklas Süle nicht so richtig fit mit Trainingsrückstand. Sag doch gleich, dass dem Süle fett ist. Ja, das Zitat wollte ich ja von dir. Hör mal, meinst du kannst mir die Worte rumdrehen, wie deine Olle in eine Kiste? Im Champions-League-Spiel bei Lokomotive in Moskau, ne? Kimmich in der ersten Halbzeit, falsches Trikot, ne? Logo vom Sponsor falsch, ne? Dem Goretzka das Shirt gerissen wegen seinen Muskelarmen. Dem sind Probleme, ne? Bei uns sind alle so fett, uns reißen regelmäßig die Hosen. Andi, richtig gut. Unser Knaller im Mittelfeld. Aber mehr Heuler als Kanonenschlag. Ja, und in der Bundesliga, ne, haben sie jetzt auch nur einen Tag nach Neujahr zum Regenerieren. Ne? Die feiern ja eh nicht richtig. Da ist ja das Motto Sixpack in 3 Tagen. Verstehe ich nicht. Trinke ich in einer halben Stunde. Durst ist schlimmer als ein Zweikampf, ihr Kanonenköppe. Und bei mir lief 2020 auch nicht alles rund. Für mich stehen auf jeden Fall schon mal fest die 3 Bundesliga. Für mich stehen auf jeden Fall schon mal fest die 3 Bundesliga-Absteiger. Augsburg, Bremen, Bielefeld und jetzt habe ich es vergessen. Andi, bei FIFA 21 kannst du alles, ne? Aber bei mir hier nicht wissen auf dem Ball, wo der Platz ist. Nochmal. Stefan, wie oft hat's... Nochmal. Ja? Stefan, wie oft hat's du... Stefan, wie oft hat's... Stefan,
Als Kind, wie oft hast du denn da die Schaufel auf den Kopf bekommen? Im Sandkasten! Mann, ey! Okay? Ja. Na schön. Oh, da ist mir die Eichel runtergefallen. Ah, jetzt habt ihr gerade den Flaschengeist verpasst, der auf so einer Pulle Pilzken kam. Hatte ich einen Wunsch frei. Sag ich so, einmal DFB-Pokal mit Borussia Glück auf 07. Sagt der Flaschengeist, ne, niemals, kannst du vergessen. Ich so, gut, dann, dass Schalke nicht absteigt. Er so, wann wollt ihr DFB-Pokal spielen mit Borussia Glück auf?